Meine Frage der Folge: Wann hast du das letzte Mal einen Regenbogen gesehen? Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbie und die 12 tanzenden Prinzessinnen. Ich bin jetzt umgestiegen auf die PC-Version, weil das andere Aufnehmen ein bisschen schwierig ging. Hab aber jetzt, bin wieder da, wo die letzte Folge endete. Und mal gucken, was ich jetzt tun muss, um das Elixier zu finden. Das sind die hängenden Gärten. Twyla ist wohl schon vorgelaufen. Du musst einen der drei Wege wählen, um sie und die Prinzessinnen zu suchen. Mit den Pfeiltasten führst du Genevieve um Hindernisse herum. Alles klar, dann mache ich das mal. Mal gucken, dass ich Twyla und die Prinzessin finde. Ach, das ist ja... Oh Gott, hier sieht es nach sehr viel Springen aus. Wo gehe ich denn jetzt lang am besten? Wo gehe ich denn lang? Oh je. Obla. Ich sammle erstmal die... Oh, hier geht's doch auch lang. Ich kann doch hier lang gehen, oder? Unter Wolken fangen. Oh, guck mal, wie schön sieht das denn aus. Den müssen wir uns holen. Also, den Schlüssel habe ich mir geschnappt. Guck mal, wie schön das aussieht mit dem Regenbogen und so. Oh, das ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal mal einen Regenbogen gesehen habe. Aber richtig lang. Obala. Einmal hier, Achtung, dass ich nicht abstürze. Oh, kann ich den? Nee. Oh. Hier rüber. Rüber, rüber, rüber. Gut gemacht, Genevieve. Oh, wow, wow. Da geht das Tor auf. Guck mal. Ja, und der Regenbogen ist voll schön. Ich mag Regenbögen. Da geht dann gleich das Tor auf. Da habe ich ja den Schlüssel jetzt eingesammelt. Okay. Wann hast denn du das letzte Mal einen Regenbogen gesehen? Meine Frage der Folge. Wann hast du das letzte Mal einen Regenbogen gesehen? Bei mir ist das schon ziemlich lange her, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Das ist schon ein bisschen ist es auf alle Fälle her, dass ich einen gesehen habe. Ah, das ist echt schön hier in den hängenden Gärten. Voll cool. Hier oben ist es wirklich schön. Ja, finde ich auch. Okay, jetzt hüpfe ich hier rüber und jetzt muss ich warten. Nicht, dass ich da in den Abgrund springe. Das hat Genevieve dann auch nicht verdient. Zack. In der letzten oder beziehungsweise in der ersten Folge, da hatte ich euch ja gefragt, was euer liebster Barbie-Film ist. Und da sind so viele Barbie-Filme genannt worden, auch ganz viele, die ich noch gar nicht kenne. Aber Barbie und die 12 tanzenden Prinzessinnen gehört tatsächlich auch so mit zu den Liebsten. Ich habe gesehen, dass es auch so viele Barbie-Spiele gibt. Also ich freue mich da einfach. Da kann ich so viele Barbie-Spiele auf meinem Kanal zeigen. Ich freue mich total. Weil das echt was... ich habe da einfach Spaß dran. Ich mag das einfach. So, jetzt stelle ich mich hier hin. Und dann darüber. Oh Gott, oh Gott. Aber bis jetzt bin ich noch nicht abgestürzt. Guck mal, da vorne ist wieder der Regenbogen. Wie schön. Ist hier wieder ein Schlüssel? Nee, ich sehe keinen. Obala, da warte ich mal. Nicht, dass ich, wie gesagt, nicht, dass ich in den Abgrund springe. Oh, oh. Wow. Na, da muss ich noch ein bisschen... Ich warte lieber auf die nächste. Sicher ist sicher. Ich bin da lieber jemand, der dann da Hauptsache sicher rüberkommt. Zack, gut gemacht. So, nee, du Äffchen kriegst nicht das Edelsteinchen. Ich folge hier den Edelsteinchen, dann komme ich an. Wir finden das Elixier aber, bestimmt. Ja, wo ist das Elixier und wo ist Twyla? Ach, Menno. Wir müssen noch unseren Papa retten. Forest Vita. Ober. Upsala. Obala, obala. So. Alles klar, jetzt... Oh, das bricht ja zusammen. Oh. Das klappt doch prima. Na, das ist ja was. Das ist ja wohl hoffentlich nicht, oder? Nee. Bei diesen Plattformen müssen wir uns was überlegen. Ja, ich gehe jetzt hier hoch und dann warte ich, bis das nächste da ist. Dann sollte das doch gehen. Oh, wow. Ah, das ist ja echt nett gemacht, ey. Das finde ich schön. So, ups. Komm, so. Wir müssen das Elixier. Ja, aber wo muss ich jetzt weiter lang? Wo muss ich denn lang? Hallo? Da unten ging es, glaube ich, auch weiter. Ich gehe mal hier runter. Da liegt, ist ja auch ein Edelsteinchen. Na, sammel den mal ein. Und dann kommt da, glaube ich... Ja, guck mal, da ist so eine Plattform. Da kann ich mal drauf. Und sehr gut. Und wo muss ich aber weiter? Ich gehe mal hier unten gucken. Nee, da unten... Guck mal, da kann ich gar nicht langlaufen.
Ich guck mal da. Oh, wie süß. Schau, ein Eichhörnchen. Na, nicht verstecken. Voll goldig. Gut, aber hier komme ich gar nicht. Hier komme ich nicht lang. Na, nee, hier ist alles. Hier war nur, um die Edelsteine einzusammeln vielleicht, oder? Na gut, dann gehe ich mal wieder rauf. Da muss ich vielleicht doch oben weitergehen. Oh. Oh, da stand ich wohl nicht ganz drauf. Konnte ich nicht gut sehen. Normalerweise spiele ich solche Spiele auch gern mit dem Control-Pad. Aber ich habe das jetzt hier. Der hat mein Control-Pad nicht erkannt, das Computerspiel. Deswegen, ich spring mal hier rüber. Aber wo muss ich denn hin? Ich bin ein bisschen überfragt. Von hier bin ich doch... Ah, nee, von hier bin ich scheint's nicht gekommen. Nee, hier geht's weiter. Die sonst hätte ich die Edelsteine... Upsala, gehabt. Lauf weiter, nicht abstürzen. So. Okay, jetzt geht's hier weiter. Also muss ich ganz schön hoch hinauf hier in dieser Folge. Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Spring. So, jetzt hier rüber. Ich sag ja, und dann ist es auch... ah, da ist die Münze, da ist die Münze. Erst noch den Edelstein. Mal gucken. Zaubermünze. Um eine Prinzessin zu finden, brauchen wir ihren Edelstein. Ich glaube, den bekommen wir, wenn wir auf den Regenbogen hinaufgehen. Cool. Um weiter nach dem Elixier zu suchen, musst du mit Genevieve jede Farbe des Regenbogens sammeln. Benutze die Maus, um deine Zauberwolke durch die Wolken zu führen, die auf dich hinabschweben. Achte darauf, dass du keine davon berührst, sonst wird deine Wolke dicker und schwieriger zu steuern. Mach weiter, bis du jede Farbe des Regenbogens hast. Viel Glück! Also, ich bin die kleine Wolke und muss die Farben einsammeln, aber die Wolken darf ich nicht einsammeln. Alles klar, das ist ja nett. Rot. Oh, guck mal. Ah, das ist ja cool. Voll schön. Und da ist... So, orange. Der Regenbogen kann nicht mehr weit sein. Hier stand ich jetzt gut, ne? Da ist jetzt keine andere Wolke gekommen, aber das finde ich cool. Das machst du toll. Weiter so. Und vorsichtig, da ist grün. Sehr gut. Und wir werden blitzschnell am Regenbogen sein. Ah, da ist... Ah, blau. Blau. Ich hab dich erwischt, blau. Du hast wirklich eine ruhige Hand. So ja, ich hab eine ruhige Hand, wenn Genevieve das sagt, ne? Ach, guck mal, jetzt ist so dunkelblau. Das sieht voll schön aus. Der Regenbogen kann nicht mehr weit. Und da ist noch lila. Super. Wir haben alle Farben des Regenbogens gesammelt. Ja. Bravo. Ein Edelstein. Courtney, hast du vielleicht das Fläschchen mit dem Elixier gefunden? Leider nicht, Genevieve. Aber ich will unbedingt weitersuchen. Wir müssen das Elixier finden. Derek und ich haben die magische Flöte im Zaubertal gefunden. Gehen wir zurück zum Pavillon, dann kann Derek deine Tanzschuhe mit der Flöte verzaubern und wir können schon mal für die Rückkehr ins Königreich proben. Meine Schuhe sind ganz zertanzt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht können wir ja deinen Edelstein benutzen, um sie wieder schön zu machen. Gute Idee, Genevieve. Versuchen wir's. Um eine Prinzessin zum großen Pavillon zu bringen, musst du ihr den passenden Edelstein anheften. Dazu musst du einen Edelstein anklicken und ihn zu der Prinzessin bringen, zu der er gehört. Klicke dann auf... Alles klar. Also, den passenden Edelstein. Ach, das ist der falsche. Der vielleicht? Ja, der passt. Dann haben wir Courtney gerettet. Jetzt fehlen nur noch ihre Schuhe. Kannst du mit der Prinzessin zu spielen? Musst du mit der Maus die Bilder rechts und links am Bildschirm anklicken? Okay, das mache ich. Alles klar. Das ist... Jetzt werde ich ihr einen schönen Tanz bescheren. Das finde ich ja cool. Guck mal. Und das Kleidchen ist so nett, weißt du, so in Blau. Eine fantastische Tanzfigur. Ist echt hübsch. Sehr schön. Mal gucken, wie der Tanz dann nachher aussieht, wenn es fertig ist, oder? Wird Courtney schon schön tanzen. Guck, das Lila noch. Wird ein ganz wunderschöner Tanz. So. Ah, schön, schön. Welche von den 12 tanzenden Prinzessinnen magst du denn eigentlich am liebsten? Kannst du mir das ja einfach mal unten in die Kommentare schreiben, welche du da am liebsten magst. Ob du da eine Lieblingsprinzessin hast.
ich bin gespannt, ey. Sieht echt nett aus. Und dann vielleicht nehme ich das noch. Das wird ein ganz wunderschöner Tanz. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kann ich mir den Tanz nämlich angucken. Achtung, es geht los. Das ist voll cool. Das ist echt richtig cool. Guck auch so mit den Schmetterlingen und so Herzchen und so. Das ist total niedlich. Oder hier so die Sternchen. Ah, ich mag das. Total knuffig. Bim, 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 bim. Echt cool. Das macht ja Spaß. Super. Ein schöner Tanz. Ja. Roswitha hat keine Chance gegen uns. Genau. Das ich tanze so gern, Genevieve. Und wir können Vater mit unserem Tanz bestimmt helfen. Wenn wir alle ganz fest zusammenhalten, werden wir Vater vor Roswitha und Detlef retten. Wir vertreiben sie für immer. Und sobald wir das Elixier finden. Und die anderen Prinzessinnen? Entdecken wir einen Weg zurück ins Königreich. Und retten Vater. Wir müssen das Elixier suchen. Los, Twyla, komm mit. Ah, wie süß. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Jetzt müssen nur noch die anderen Prinzessinnen gerettet werden. Aber da rette ich dann weiter in der nächsten Folge. Ich danke dir jetzt sehr dafür, dass du dabei gewesen bist. Ich hoffe, du hattest auch Spaß an der Folge. Und vielleicht sehen wir uns ja in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und sag ciao, ciao. Deine Damakasch.